In der Web 3.0-Welt gelten Daten ja als der wichtigste Rohstoff und deswegen kommen Oracle-Projekte, die dafür sorgen, dass Daten von außerhalb der Blockchain sicher und manipulationsfrei in die Blockchain hineinkommen, eine zentrale Bedeutung zu. Und ein Kryptoprojekt, das hier einen besonderen Ansatz verfolgt, ist API 3. Die Kryptowährung ist in den letzten Wochen um mehr als 100% gestiegen. Und was dahinter steckt und warum so viele Venture-Kapitalfirmen an dieses Kryptoprojekt glauben, genau darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, ich hatte euch ja API 3 schon einmal kurz vorgestellt und zwar Anfang 2021 in meinem Altcoin-Ausblick. Ich blende euch natürlich das Video nochmal ein, könnt ihr euch nochmal ansehen. Also API 3 ist noch ein relativ junges Projekt. Das Team ist im Prinzip seit 2019 mit seinem Projekt am Start und hat auch Ende 2020 nochmal richtig viel Geld aufgenommen von Venture-Kapitalfirmen wie zum Beispiel Placeholder, Hashed, aber auch der Digital Currency Group und Pantera Capital. Und Ende 2020 sind dem Projekt durch ein ICO nochmal 23 Millionen Dollar zugeflossen. Also diese Leute, dieses Team hat relativ viel Geld und auch Venture-Kapital-Investoren hinter sich und möchte dieses Oracle-Problem in einer anderen Art und Weise lösen. Ich habe ja über diese dezentralen Oracles auch schon öfters gesprochen in Bezug auf Chainlink. Also es geht darum, dass man eben Daten außerhalb der Blockchain relativ sicher in die Blockchain-Welt hineinbekommt und Chainlink setzt ja eben auf dritte Oracles, also auf Drittanbieter, die hier quasi diese Daten dann letztendlich bereitstellen. Und API 3 verfolgt hier einen ganz anderen Ansatz, nämlich sogenannte First-Party-Oracles. Ein ähnlicher Ansatz, den übrigens auch IOTA verfolgt. Was bedeutet jetzt First-Party-Oracle? Also es ist so, dass API 3 hier einen neuen Ansatz verfolgt, um dieses Oracle-Problem zu lösen. Also, wie bekomme ich Daten aus der Blockchain-Welt in die Blockchain-Welt hinein, und zwar sicher und manipulationsfrei. Und API 3 versucht das durch dezentrale Programmierschnittstellen zu lösen, also dezentrale APIs, also API heißt Application Programming Interface. Und dadurch können die Daten dann direkt in die Blockchain gestreamt werden, also nicht mehr über einen Drittanbieter, wie das zum Beispiel Chainlink tut. Chainlink gilt ja als Third-Party-Oracle-Service, wo einfach das Ganze dann von einem Drittanbieter gehostet wird. Und Chainlink möchte das Ganze künftig so lösen, dass dieser Mittelsmann aus dem Spiel genommen wird und das Ganze so durch deutlich effizienter und kostengünstiger läuft. Damit die Daten direkt in die Blockchain-Welt gestreamt werden können, hat sich API 3 eine besondere Technik einfallen lassen, nämlich AirNode. Und mit dieser AirNode-Technik kann ich einfach diese Web-Programmierschnittstelle relativ einfach mit einer Blockchain verbinden. Das Ganze ist auch Blockchain-agnostisch, das heißt, ich kann hier jede Blockchain anbinden und auch relativ schnell und kostengünstig aufgesetzt. Einmal so einen AirNode aufgesetzt, läuft das Ganze relativ wartungsfrei. Und das ist mit ein Grund, warum sich immer mehr neue Projekte und Partner für API 3 entscheiden und diese Kryptowährung auch immer mehr an immer mehr Kryptobörsen gelistet wird. Und das hat letztendlich dazu gesorgt, dass diese Kryptowährung in den letzten Wochen deutlich gestiegen ist. Und wie es momentan mit API 3 aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Chart von API 3 in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Huobi und heute ist der 3. März am Donnerstagvormittag und wir sehen den API 3 Kurs etwas schwächer bei 7,41 Dollar, nachdem diese Kryptowährung, das Kürzel ist ja auch API 3, in den letzten Wochen seit Anfang Februar massiv gestiegen war. Um mehr als 100%. Wir haben teilweise Kurse von über 9 Dollar gesehen Mitte Februar und aktuell läuft eine Konsolidierung. Ich habe hier diesen Höhenflug dazu genutzt, um meine kleine Position bei etwa 8,60 Dollar zu verkaufen. Ich war ja seit Anfang 2021 dabei. Ich hatte ja API 3, wie gesagt, in meinem Altcoin-Ausblick vorgestellt. Und jetzt ist natürlich die Frage, soll man hier wieder einsteigen und
Wenn ja, wann? Und dazu schauen wir uns jetzt die einzelnen Indikatoren bzw. Oszillatoren an. Der Trendfolgeindikator MACD deutet hier ein Bearish Crossover an, nachdem wir zuvor einen Bullish Crossover gesehen haben am 10. Februar. Und dieses Bullish Crossover hatte diesen Aufwärtstrend eingeleitet, aber jetzt zeichnet sich eine Trendwende an. Und wenn sich das in den nächsten ein, zwei Tagen bestätigt, dieses Bearish Crossover, dann würde ich hier eine Konsolidierung bei API 3 erwarten, eine weitere Konsolidierung. Und der relative Stärkeindex RSI ist hier eher auf dem Rückzug, nachdem wir am 19. Februar eine überkaufte Situation gesehen haben. Und genau diese Situation habe ich genutzt, um hier Gewinne mitzunehmen. Also diese überkauften Situationen sind grundsätzlich eine gute Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen. Und das Umbalanzvolumen OBV ist hier langfristig gesehen seit Sommer 2021 in einem Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend hat sich Mitte Februar weiter fortgesetzt, bedeutet, dass die institutionellen Anleger, die Großanleger, immer wieder gekauft haben in den letzten Monaten. Und das können wir auch an diesen grünen Kerzen sehen. Hier ist definitiv mehr Geld in API 3 reingeflossen, auch wenn wir zuletzt eine Konsolidierung gesehen haben. Also das Jackie Money Flow, das CMS, hat hier wieder leichten Kaufdruck aufgebaut, jetzt seit Ende Februar, nachdem wir zuvor eher Verkaufsdruck gesehen haben. Aber das 50-Tage-Momentum ist hier seit Anfang Januar schon ihm einen Aufwärtstrend, und das sagt uns, dass hier momentan ja der Markt Gas gibt, wirklich der Zug nach oben da ist, und das ist natürlich ein gutes Signal. Das spricht eher für weiter steigende Kurse. Und wenn wir uns das Ganze auf dem langfristigen Chart anschauen, der gibt natürlich nicht viel her, weil nämlich API 3 erst seit relativ kurzer Zeit an der Börse gehandelt wird, nämlich seit Anfang bzw. Ende 2021 an der Kryptobörse Binance. Und wie gesagt, seit Anfang Februar geht es mit dieser Kryptowährung deutlich aufwärts. Was natürlich ein positives Signal ist, ist dieses Golden Cross Ende Februar, also diese 50-Tage-Linie hat diese 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen. Und das ist per se ein gutes Zeichen, aber viel wichtiger ist, dass eben API 3 in der Realwirtschaft immer mehr Fuß fassen kann, also immer mehr Anbieter integrieren diese First-Party-Oracle-Lösung, Airnode, zuletzt auch Ambi, um hier Web3.0-Anwendungen mit Umweltdaten in Echtzeit zu versorgen. Und auch Telos hat inzwischen seine über 100 Web3-APIs zugänglich auf seinem Testnet gemacht über diese Airnode-Lösung von API 3, bedeutet, Entwickler können über dApps dann direkt eine Verbindung zu dieser Web-Schnittstelle herstellen, um hier Echtzeitdaten über Smart Contracts zur Verfügung zu stellen. Und damit, denke ich, ist API 3 doch ein ernstzunehmender Konkurrent für Chainlink. Chainlink war ja bislang der Marktführer, der dominierende Marktführer in diesem Bereich, aber API 3 bietet hier meiner Meinung nach eine interessante Alternative. Nach dem Höhenflug der letzten Wochen deutet sich jetzt also eine Konsolidierung bei API 3 an. Zumindest deutet der Trendfolgeindikator MACD auf eine mögliche Korrekturphase hin. Und daher wäre es für mich keine große Überraschung, wenn wir in den nächsten Wochen nochmal Kurse von $6 oder tiefer bei API 3 sehen. Und das wäre für mich dann eine Gelegenheit, hier wieder einzusteigen. Aber wie gesagt, das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke nur, dass die Vorteile von API 3 auf der Hand liegen. Und darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Hinweis auf unseren Krypto-Report am kommenden Samstag. Dort besprechen wir nämlich, wie es mit dem Bitcoin weitergeht. Denn zuletzt ist ja sehr viel russisches Kapital offenbar in Bitcoin und andere Kryptowährungen geflossen. Und warum der Bitcoin wahrscheinlich kein Ausweg für Russland ist, um diese Sanktionen vollständig zu umgehen und eine mögliche Wirtschaftskrise zu verhindern. Genau darüber sprechen wir dann am kommenden Samstag. Und wenn euch dieses Thema interessiert, ihr wisst ja, unter krypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor kostenlos eintragen und dann seid ihr am kommenden Samstag mit dabei.
dabei. Nochmal kurz zurück zu unserem Hauptthema, zu API 3 und seiner Airnode-Technik. Also wie gesagt, die Vorteile liegen auf der Hand, wenn ich die Daten direkt auf die Blockchain streame, dann ist das Ganze natürlich effizienter, kostengünstiger und vor allem, ich kann damit auch Angriffsvektoren aus dem Spiel nehmen, wenn ich hier den Mittelsmann eliminiere. Und das sind so die Vorteile. Darüber hinaus ist es so, dass dieser First-Party-Oracle-Ansatz noch einen weiteren Vorteil bietet, nämlich der Datentransparenz, denn das Oracle selber fungiert hier als Datenquelle und die Datenquelle ist das Oracle und das bedeutet, ich kann hier relativ transparent sehen, welche Daten hier kommen. Also es gibt hier nicht die offene Frage, woher kommen die Daten überhaupt, sondern ich sehe das direkt und das bedeutet, dass die Daten auf der Blockchain die Reputation des Schnittstellenanbieters direkt widerspiegeln, bedeutet, ich kann relativ schnell sehen, ob der Schnittstellenanbieter die richtigen Daten liefert oder nicht. Also im Prinzip muss ich bei diesem Konzept nur in Anführungszeichen dem Schnittstellenanbieter vertrauen. Das ist aber nicht so problematisch, denn ich kann hier, wie gesagt, relativ transparent sehen, was oder welche Daten hier auf der Blockchain geschrieben werden. Außerdem kommt noch diese API 3 DAO ins Spiel. Das ist eine dezentrale autonome Organisation, in der nicht nur diese Stimmrechte verwaltet werden, sondern diese Organisation überwacht auch diese verschiedenen Datenfeeds. Und dann sind wir im Prinzip auch schon beim nächsten Thema und zwar, für was brauche ich eigentlich diesen API 3 Token? Und das ist ja ein ERC20 Token auf der Ethereum Blockchain und als Tokeninhaber kann ich natürlich mitbestimmen, wie sich dieses ganze Projekt weiterentwickeln soll, also eine Governance-Funktion. Zum anderen kann ich mit dem Token durch das Staking zur Absicherung dieses Projekts beitragen, denn Ziel dieser Organisation ist es ja, dass mindestens 50% der Tokens gestaked werden, damit ich im Versicherungsfall, also wenn eine Schnittstelle eine Fehlfunktion hat, eine Absicherung habe. Und wichtig an dieser Stelle ist, dass es zwar eine relativ hohe Rendite für das Staking gibt von etwa 15-20% im Jahr, aber die Coin- bzw. Token-Inflation ist noch relativ hoch, weil eben nur 33% der Tokens im Umlauf sind und in den nächsten ein, zwei Jahren, also bis 2024, sollen dann alle 100% der Tokens im Umlauf sein, bedeutet, in den nächsten Jahren wird die Token-Inflation noch relativ hoch sein. Das müssen Anleger an dieser Stelle beachten. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also API 3 versucht dieses Connectivity-Problem zwischen Smart Contracts und externen Datenquellen durch eine dezentrale Programmierschnittstelle zu lösen. Und das bietet diverse Vorteile, wie zum Beispiel mehr Effizienz, kostengünstiger, mehr Datentransparenz, auch eine bessere Skalierbarkeit und darum glaube ich, dass dieses Projekt noch Potenzial hat, wenn sich dieser First-Party-Oracle-Ansatz in den nächsten Jahren durchsetzt. Ich möchte da auf die Marktkapitalisierung von etwa 300 Millionen Dollar verweisen. Das ist in meinen Augen noch relativ niedrig angesichts dieses Marktpotenzials, aber das gilt natürlich nur, wenn sich API 3 mit seiner Airnode-Technik am Markt behaupten kann und hier weiter Marktanteile gewinnen kann. Und ich sehe hier noch deutliches Aufwärtspotenzial, aber das ist, wie gesagt, nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann hätte mich eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr das Ganze? Glaubt ihr, dass hier ein nennenswerter Chainlink-Konkurrent vielleicht entstehen könnte? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am Dienstag geht es dann um ein Kryptoprojekt, das ebenfalls im Bereich Web 3.0 sehr gut dasteht. Dieses Kryptoprojekt hatte ich schon mal ein, zwei Mal angesprochen in meinen Videos. Die Kryptowährung hat sich im letzten Jahr sensationell stark entwickelt und auch in diesem Jahr sieht es sehr gut aus für dieses Projekt und darüber sprechen wir dann am kommenden Dienstag. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video.